Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Sabidu Handarbeitspodcast. Ich bin die Sabina. Ich zeige euch hier, was ich in den letzten Wochen so gewerkelt habe. Ich habe genähtes, gehäkeltes und gestricktes natürlich für euch. Ich trage heute mein V-Bag-Tee. Das habe ich euch letztes Mal fertig gezeigt. Ich stehe mal kurz auf, wie das aussieht. Ich habe es lieber so auf diese Weise an, mit dem V vorne. Dann hinten sieht es so aus, mit dem Rundhalsausschnitt. So. Hier habe ich euch das letzte Mal erzählt. Ihr müsst halt sonst das letzte Video schauen, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Aber das habe ich ja nochmals aufgetrennt und jetzt ist das hier auch schön, weil es ist da so. So hat das ausgeschaut, wie ich das erste Mal gemacht habe. Es war aber mein Fehler, also war nicht irgendwie in der Anleitung nicht gut oder so, sondern das war mein Fehler. Was ich jetzt aber eben hier nicht so schön finde, ist durch die Abnahmen, die man hier macht, weil man ja vorne da immer Zunahmen macht, gibt es da so ein, steht das da einfach so ein bisschen ab. Das gefällt mir nicht so gut, das hier. ich muss aber zugeben, ich habe es noch nicht gewaschen seit dem letzten Mal. Ich habe es auch nicht getragen. Einmal bis jetzt habe ich es getragen. Also das Waschen, das habe ich noch vor mir. Vielleicht ja, wird das da ja noch ein bisschen besser. Mal schauen. Okay, dann zeige ich euch jetzt, ja, was ich alles habe. Ich habe ein fertig gestricktes Projekt und zwar ist das mein Poncho. Der wird jetzt vielleicht auch ein bisschen schwierig hier zu zeigen, weil er so groß ist. Und ich habe natürlich hier draußen die Puppe nicht mitgenommen. Also so schaut das aus mit diesen Zöpfen hier in der Raglan-Schräge, quasi Raglan-Schräge. Hat ja zwar keine Ärmel. Und so, so lang ist der. Ups. Und unten hat er dann noch eine, so quasi eine Blende in einem Rippenmuster. Ja, den habe ich jetzt endlich fertig gestrickt. Der ist schön warm und recht lang, aber ich habe dann trotzdem aufgehört. Wollte ja eigentlich alle diese Wolle alle aufbrauchen. Ich habe jetzt aber noch zwei neue. Ups! Oh, sorry. Hoffentlich wird euch nicht schlecht. Es steht irgendwie nicht so gut wie sonst. Okay. Ich habe noch zwei Knäuel übrig. Und ja, mal schauen. Vielleicht mache ich daraus mal noch was. Aber im Moment habe ich keine Lust auf diese dicke Wolle. Er ist auch ganz schön warm. Aber das ja nicht immer so richtig warm war jetzt in der letzten Zeit, habe ich den doch schon einige Male abends draußen getragen, im Garten, weil dafür habe ich ihn ja gestrickt. Ich glaube, auf die Straße würde ich jetzt damit nicht gehen. Ist schon eher so etwas für zu Hause. Ja, aber er ist gut geworden, ja, erfüllt seinen Zweck. Sehr gut. Die Wolle ist eine ganz alte Gedifra-Wolle. Ich zeige euch jetzt, ich habe auch keine Banderole mehr hier. Aber wenn euch das interessiert, in den letzten Folgen habe ich das gezeigt. So, mein fertig gestricktes Projekt. Dann zeige ich euch, woran ich weiter gestrickt habe. Und zwar ist das mein Raglan von oben. Jetzt gerade schauen, was da vorne und hinten ist. Das ist hinten.
So schaut er jetzt aus. Also so richtig weit bin ich da ja noch nicht gekommen. Obwohl dieses Stück ist dazugekommen. Und bei der dünnen Wolle ist das eigentlich gar nicht so wenig. Es sind sehr viele Maschen da drauf. Ja, es ist eine Lace-Wolle von der Spinnwebstube. So schaut das, die Banderole aus. Die heißt Twister Lace und hat 600 Meter auf 100 Gramm. Sehr schön die Wolle, aber eben einfach ein bisschen langwierig zum Stricken, sage ich es mal so. Sie ist halt sehr dünn, sehr fein, aber sehr weich und eigentlich auf den Pullover, also es gibt einfach einen Kurzarmpulli, freue ich mich sehr. Aber es ist halt langweilig, echt langweilig zum Stricken, weil nur rechte Maschen und es dauert, es zieht sich so ziemlich lange hin. Ich habe jetzt zwei Stränge habe ich von dieser Wolle. Den habe ich jetzt angestrickt, der zweite habe ich noch ganz viel und vom ersten habe ich noch so viel. Und ich habe die zusammengefädelt und habe dann gedacht, das behalte ich mir noch auf für die Ärmel, obwohl ich ja wahrscheinlich niemals alles brauchen würde, aber ich wollte lieber genug haben, weil ich ja da oben mit dem ersten Knäuel gestrickt habe. Und ich glaube, man sieht auch nicht wirklich groß einen Übergang, obwohl es vielleicht das neue Knäuel ist vielleicht ein bisschen heller. Ja. Sehr schön, gefällt mir super gut, nur eben recht langweilig zum Stricken. Dann, was habe ich noch? Ah, ich habe noch die Socken, die ich euch letztes Mal gezeigt habe. Da habe ich ein bisschen dran gestrickt, nicht wahnsinnig viel. Das war die erste Socke. Eine Sommersocke mit kurzem Schaft. Und die bekommt dann mein Mann. Die zweite Socke ist soweit. Da habe ich die Ferse fertig. Und ja, bin jetzt da bei den Spickelabnahmen. Dann halt noch der Fuß. Das geht dann relativ schnell. Also ich finde immer, wenn man die Ferse fertig hat, dann der Rest geht dann schnell. Die Wolle ist eine Lang Jawohl Color. Das ist die Banderole. Habe ich sogar da dabei. Ja, halt eine ganz normale Sockenwolle. Mit Beilaufgarn, das habe ich aber da nicht dabei. Das liegt oben. Beilaufgarn, mit dem verstärke ich die Ferse und die Spitze. Hier. Da ist verstärkt einfach der vorderste Teil der Spitze und die Ferse verstärke ich auch. Das ist irgendwie so ein alter Zopf, aber ich habe das so gelernt und mache es einfach so. Das wohnt in dieser Projekttasche, die habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Auch eine selbstgenähte Projekttasche natürlich. Dann, was habe ich noch? Ah, ich habe noch etwas Neues angefangen zu stricken. Genäht habe ich natürlich mehrere neue Sachen und gehäkeln habe ich auch was Neues angefangen. Also, ich habe eine Strickjacke angefangen. Oh, hoppla, Achtung. Tja, und ich bin jetzt echt auch einmal da mitten in der Reihe. War noch gar nicht so. So normalerweise mache ich immer die Reihen fertig, aber gestern habe ich noch dran gestrickt, anscheinend nicht. Also so sieht das aus bis jetzt. Natürlich umgekehrt. Ich muss jetzt aufpassen, dass mir da keine Maschen verloren gehen. Von oben, das ist oben. Ja, jetzt kann ich es überhaupt nicht gut zeigen. So, das gibt da so eine Rundhalspasse
und in der, also Rundpasse besser gesagt, und in der Rundpasse ist eben dieses Lace-Muster. Ich habe irgendwo ein Bild davon. Das ist ein kostenloses Muster von Drops. So sieht die aus. Und eben, ja, ich bin jetzt so ziemlich am Ende des Lace-Musters. Dann werden dann die Ärmel abgetrennt. Wahrscheinlich schon bald. Weil ich meinen Berechnungen nach eigentlich genau zwischen zwei Größen bin und ja, meine Maschenprobe stimmt nicht ganz mit der vom Muster überein, das ist eigentlich immer so bei mir. Und jetzt habe ich gedacht, weil hier finde ich die Ärmel sind recht weit und das gefällt mir eigentlich nicht so. Und jetzt habe ich mir so vorgestellt, ich hoffe, dass das auch so funktioniert, dass ich von den Ärmelmaschen die fehlenden Maschen, die mir für den Umfang quasi fehlen, für das Rumpfteil, die nehme ich einfach von den Ärmeln weg und nehme sie zum Vorder- und Rückteil dazu, wenn ich dann die Ärmel abtrenne. Ich hoffe, dass das so gut kommt. Ja, es macht sehr Spaß zum Stricken. Natürlich jetzt ist es abwechslungsreich und ja, braucht ein bisschen Konzentration, obwohl das Muster ist sehr einfach. Nachher ist dann halt auch wieder nur glatt rechts und das dann noch in Hin- und Rückreihen. So. Die Wolle, die ich dafür nehme, ist diese hier von Lisminitz. Die habe ich schon länger her mal gekauft. Die Qualität heißt Mera. Ist die gleiche Qualität, in der ich auch meinen Comfort Fade Cardi gestrickt habe. Es ist 80% Schurwolle und 20% Rami. Superwash Merino Extra Fein und 100 Gramm haben eine Lauflänge von 300 Metern. Ich stricke das, glaube ich, mit 3,75. Ja, ich finde es sehr angenehm zu stricken. Es geht auch recht schnell vorwärts, weil es halt nicht so dünn ist. Mein erstes Knäuel ist bald fertig. Ja, jetzt in den letzten Tagen habe ich da dran gestrickt. Auch erst noch nicht lange her angeschlagen. Wie man sieht. Aber ich dachte, wenn ich da den Poncho fertig habe, dann kann ich ja wieder was Neues anschlagen, obwohl der Poncho ist schon ein paar Wochen fertig. Ich denke, kurz nach dem letzten Podcast wurde der dann endlich fertig. Ja, das sind die Sachen, die ich so am Stricken bin. Dann habe ich etwas Neues angefangen zu häkeln. Ich habe euch ja letztes Mal die Häkeldecke gezeigt, an der ich häkle, und zwar guten Morgen. Meine Tochter ist jetzt gerade aufgestanden und schaut mich ganz schräg an, was ich da draußen mache. Okay, ich bin am Aufnehmen. Ja. Ja, eben, ich habe euch letztes Mal die Häkeldecke gezeigt aus den Grannies, die ich ja vor 10 oder noch mehr Jahren angefangen habe zu stricken. Und dazu habe ich euch ein kleines Extra-Video aufgenommen, das ich euch jetzt hier an dieser Stelle gerne einfüge. Dann geht es jetzt mit meiner Häkeldecke weiter. Ich zeige euch noch mal kurz die Decke. So sieht die aus. Habe ich euch im letzten Video gezeigt. Ein sehr, sehr altes UFO von mir. Also, da gab es ein großes Echo da drauf. Das war sehr lustig. Ich habe ja gefragt, ob jemand vielleicht noch von dieser schwarzen Kappa Baumwolle was hätte.
Ich habe dann diverse Mails gekriegt, wo ihr mir Tipps gegeben habt, in welchen Wollläden man die noch kaufen kann. Und ich habe jetzt also genügend von der Kappa-Wolle kaufen können in Deutschland, sodass ich die Decke fertig häkeln kann. Dann kam etwas ganz, ein ganz ungewöhnliches Angebot. Und zwar hat mir die liebe Anna geschrieben, ich habe sie einmal schon mal getroffen an einem Wollfest in Neuenburg im letzten Herbst, hat sie mir doch geschrieben, dass sie so gerne Fäden vernäht. Und ich habe ihr eigentlich gedacht, das ist vielleicht ein Witz. Und ja, und dass sie mir die Fäden, also ohne weiteres alle diese Fäden vernähen würde. Also zur Erinnerung hier meine ganzen gehäkelten Grannies, alle mit so vielen Fäden dran. Und wir haben dann ein bisschen hin und her geschrieben und also ja, sie hat das dann tatsächlich ernst gemeint. Und für mich war klar, ja, also wenn ich ihr die wirklich zuschicke, dann bekommt sie natürlich etwas von mir dafür. Und ich habe sie gefragt, was sie für Farben gern hat oder Motive und so. Das war dann Rot und Violett und Schmetterlinge, hat sie mir geschrieben. Ich habe dann noch, weil sie fand, ja, aber das hast du nicht mehr und so, das sind ja gar nicht so viele. Ich habe gedacht, du hättest viel mehr. Und dann habe ich noch ganz fleißig die Unifarbigen gehäkelt. Also ich glaube daran, das ist das, was ich in den letzten Wochen hauptsächlich gearbeitet habe. Ich habe jetzt von allen Farben all die fehlenden Uni-Quadrate noch gehäkelt und eben die Fäden nicht vernäht, weil sie fand, ich soll doch die auch noch machen und ihr dann das alles zusammen zuschicken, wenn die fertig sind. Außerdem war sie jetzt noch gerade im Urlaub, sodass ich ja ein bisschen Zeit dafür hatte. Ja, und jetzt werde ich dann also ihr all die Grannies zuschicken. Und sie vernäht mir tatsächlich all die Fäden. Also so ein geniales Angebot bekommt man ja nicht immer. Ich habe ihr dann eine Projekttasche genäht. Entschuldigung. Und zwar aus einem Schmetterlingsstoff. Das ist so ein, wie soll ich sagen? Ich habe ja früher Stoffe wie als Händler eingekauft beim Großhändler und er hatte dann immer so große, ganz große Kartonschachteln mit alten Stoffkollektionen drin. Also das waren so quasi oben zusammengeheftet und einfach so verschieden große Stücke der Stoffe, die sie dann den Kunden so zeigen. Und wenn ich war da meistens mit einer Kollegin zusammen, fuhr ich dahin. Wenn wir da zu dem Händler gefahren sind, dann durften wir so Karton, große Kisten voll mit diesen Stoffmustern mitnehmen. Und eben dieser Stoff, ich habe nämlich sonst keinen Schmetterlingsstoff. Und dieser Stoff war eben so ein Stoffmuster und also nachdem man dann halt die Stoffe bestellt hat. Und ich habe jetzt einfach die Tasche so groß gemacht, wie der Stoff es erlaubt hat. Also bis auf den letzten Zentimeter alles aufgebraucht und unten eben dann Violett. Dann habe ich sie gefüttert, auch mit einem lila Stoff. Innen seht ihr noch mit verschiedenen großen Innenfächern. Eines extra so, dass man vielleicht eine Anleitung da hineintun kann und dann halt auch kleinere, wo man
eine Häkelnadel reinstecken kann oder so. Sie hat schön, schönen Stand. Und ich habe mir so gedacht, man könnte jetzt auch, wenn man sie zu Hause so rumstehen hat, könnte man auch den oberen Teil rumfalten und dann ist es so halt wie ein Körbchen mit den Innenfächern. Also diese Tasche habe ich ihr genäht. Dann habe ich nochmals eine Tasche genäht und zwar so eine Knotentasche. Die, wo man da das eine Ende da durchfädeln kann. Man kann sich dann die Tasche so hinhängen und kann theoretisch im Stehen, könnte man da so stricken oder häkeln und was auch immer. Die ist auch mit einem Violett gepunktetem Stoff gefüttert und halt so ein lila beige gemusterter Stoff. Ja, diese Tasche habe ich ihr noch genäht und dann habe ich ihr ein kleines Handtuch, so für die Küche zum Beispiel oder im Bad oder so, ein kleines Handtuch mit einem Schmetterling bestickt und den, also quasi passend dazu, wenn sie jetzt das in der Küche verwenden möchte, noch so ein Geschirrtuch. Ebenfalls dazu. Auch mit dem gleichen Schmetterling bestickt. Ja, dann bin ich natürlich gespannt, ob ihr die Sachen gefallen. Ich werde das Paket jetzt dann abschicken. Sie, ich glaube, sie kommt morgen zurück aus dem Urlaub. Ja, und dann irgendwann und falls du das siehst, Anna, es spielt überhaupt keine Rolle, wie lange du dafür hast. Also diese Decke, die ist jetzt schon so lang, hat die rumgelegen, das kommt jetzt überhaupt nicht mehr drauf an. Also du musst überhaupt nicht pressieren mit der all den Fäden vernähen. Und ich finde es echt so was von genial, dass du mir das angeboten hast, echt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und auch euch allen vielen lieben Dank für die vielen Ratschläge, wo ich noch diese Wolle bestellen kann. Ja, dann geht's jetzt mit dem normalen Video weiter. Unglaublich, nicht? Und noch unglaublicher ist, dass die Anna schon fertig ist mit all den Fäden vernähen. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben. Sie hat mir geschrieben, also die Decke ist, habe ich noch nicht, die Quadrate habe ich noch nicht zurückbekommen. Es war jetzt auch gerade Wochenende und sie wird sie diese Woche mir zuschicken. Sie hat geschrieben, wie viel waren es? Ich glaube 552 Fäden hat sie vernäht. Wahnsinn, echt. Ja, also das ist doch ein ganz toller Tausch. So, ich kann nähen, was ich gerne mache und sie kann Fäden vernähen, was sie auch gerne macht. Ja, dann habe ich ja schon währenddem ich an dieser Decke gehäkelt habe, habe ich mir schon überlegt, ja eigentlich würde ich ja gerne mal so eine richtige Restedecke häkeln. Diese da war ja keine Restedecke, ich habe ja die Wolle dazu extra gekauft damals. Und ja, dann habe ich dann eben noch eine angefangen. Da ich ja jetzt die andere wird schnell fertig jetzt, weil ich habe jetzt ja wirklich nur noch, ich muss die nur noch alle zusammenhäkeln, also die schwarzen Umrandungen häkeln und währenddessen gleich zusammenhäkeln. Und das geht relativ schnell und macht auch Spaß. So, jetzt habe ich hier eine ganze Tasche voll mit Resten, Sockenwollresten, die ich mir alle so gewickelt habe, weil sie dann halt schöner zum Verstricken, wollte ich sagen, schöner zum Verhäkeln sind. Und
Ja, es gibt, ich denke, wenn ich da so viele einzelne Knäuel drin habe, dann würde das so ein riesen Durcheinander in der Tasche geben. Und so sind es halt alles schön gewickelte Knäuelchen. Entschuldigung. So sehen jetzt die Grannies aus, die ich da häkle. Ein bisschen anders. Ich wollte als die anderen, ich wollte lieber nicht so viele Löcher drin haben, weil das ist ja eben Sockenwolle und ein bisschen dünner. Ja, da gefiel mir das besser. Ich habe hier einige schon gehäkelt und habe die auch gleich umhäkelt und dann eben zusammengehäkelt, aber auf eine andere Art, als ich die anderen zusammenhäkle. Es ging irgendwie mit dieser Art nicht gleich so. Da gibt es so ein kleines, steht ein bisschen ab und es sieht eigentlich aus so ein bisschen wie ein Eichhorn. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also es sind eigentlich nur Kettmaschen. Mit Kettmaschen häkle ich die zusammen. Ja, das sind die Quadrate, die ich bis jetzt gehäkelt habe. In ganz vielen verschiedenen Farben. Schön bunt. So. Die Wolle, die ich da für das Zwischendurch genommen habe, ist eine Wolle von Lang, Sockenwolle von Lang. Ich habe hier noch ein anderes Knäuel mitgenommen, weil ich da die Banderole nicht mehr gefunden habe. Und zwar ist es diese hier. Was ich damals nicht gesehen habe, als ich die gekauft habe, ich habe ein paar verschiedene Farben gekauft, dass das 100% Schurwolle ist, also im Gegensatz zur normalen Sockenwolle, sage ich mal so, die immer irgendwie 20 oder 25% oder so Polyamid drin hat. Und man merkt es der Wolle an, sie ist wirklich, sie fühlt sich ziemlich anders an. Und sie ist recht dünn. Also jetzt, wenn ich, ja, irgendwie, ja, es hat mir einfach nicht so richtig gut gefallen da mit dem, dass da ein bisschen löchriger wird als die normale Sockenwolle. Dann habe ich mir gedacht, ich versuche es mal mit dieser Wolle. Das ist eine Putinette, eigentlich sehr günstige Sockenwolle. Und die, ich habe es aber, die habe die erst bekommen. Sie ist wirklich ein bisschen dicker als diese hier und die ist auch irgendwie so wie rutschig oder so, fühlt die sich an gegen die andere Wolle. Also einfach, es fühlt sich ganz anders an und ich finde, es passt nicht so richtig gut zusammen. Jetzt versuche ich das mit dieser Wolle zu umhäkeln und schau mal, wie das wird. Und wenn mir das besser gefällt, dann mache ich das wahrscheinlich nochmals auf, die Umrandungen, und nehme dann diese Wolle. Ist auch der Vorteil ist natürlich, diese Wolle, die gibt es einfach immer. Die kann ich dann nachbestellen. Aber ich werde mir natürlich nicht so wie bei der, gut, bei der anderen Decke habe ich ja gar nicht gewusst, welche Farbe ich da nehmen sollte. Aber ich werde mir sicher von Anfang an genügend Wolle bestellen. Ja, das also auch noch ein Projekt, wo ich dran gehäkelt habe. Ich denke aber, jetzt hat die andere Häkeldecke, wenn ich die dann zurückbekomme, die Quadrate, dann hat diese Decke Priorität, dass die zuerst fertig wird. Aber das finde ich ein tolles Projekt, um immer mal zwischendurch wieder ein bisschen dran zu häkeln. So, dann kommen wir zum Nähen. Muss gerade schauen. Ja, stimmt. Also, ich habe ein bisschen was genäht. Und zwar, wie ihr ja schon, einiges habt ihr ja schon im Video vorhin gesehen, das ich euch eingefügt habe.
Ich habe natürlich auch für mich eine Knotentasche genäht. Aus diesem schönen Stoff. Also leider sieht man sie ja nicht so richtig gut, wenn sie zusammen, also quasi zu ist. Aber der Stoff, der gefällt mir wahnsinnig gut. Ich habe noch ein Stück davon, nicht so viel. Und es ist für mich so ein bisschen ein spezieller Stoff, weil mein Mann war, weiß nicht, ungefähr vor 2 Jahren oder so, war er in Kanada im Urlaub. Ich war da nicht dabei. Und er war da in verschiedenen Stoffläden und hat mir verschiedene wirklich wunderschöne Stoffe mitgebracht. Und das ist eben einer davon. Und das sind halt für mich so ein bisschen Stoffschätze, die ich, ja, ich überlege mir da 2-3 Mal, bevor ich die anschneide. Ich wollte euch noch was sagen zur Anleitung dieser Tasche. Ich habe die nach einem Video, also nach einer Anleitung von YouTube genäht. Und zwar habe ich das Video, das ist vom ARD Buffet oder so heißt das, glaube ich. Und auch das Schnittmuster bekommt man da. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde das Anleitungsvideo und auch die schriftliche Anleitung, die es dann dazu noch gibt, gar nicht gut. Also vor allem, wenn ihr Nähanfänger seid, dann glaube ich nicht, dass ihr nach dieser Anleitung eine solche Tasche nähen könnt. Es ist ja eigentlich sehr simpel, also nicht wirklich schwierig, aber das hier, das ist bei dieser Tasche auch nicht wirklich schön geworden, die habe ich zuerst genäht. Das ist eigentlich gar nicht erklärt, wie man das macht. Also es heißt einfach so, hopp, hopp, schnell, man nennt da ein bisschen, es wird überhaupt nichts gezeigt. Und ich musste mir echt das mehrmals anschauen, mehrmals lesen, überlegen, wie soll das, wie funktioniert das. Also ich finde, es ist überhaupt kein empfehlenswertes Video. Ich habe dann im Nachhinein gesehen, dass Elli, liebe Grüße an dich, auch mal so ein Video gemacht hat. Das habe ich leider nicht vorher gesehen. Sie hat es nach einem anderen Schnitt gemacht, den sie natürlich in ihrem Video auch verlinkt hat. Und ich glaube, dieser Schnitt und die Art, wie das dann genäht wird, ist viel einfacher als das hier, weil es nämlich dann hier das Teil, was da recht kompliziert ist, gibt es da gar nicht. Das ist einfach anders gelöst. Und ich würde euch dieses Video von Elli verlinken, weil ich das viel, viel besser finde, ehrlich gesagt. Ja, das ist also meine Knotentasche. Und gerade jetzt so für die Häkeldecke, da habe ich immer wieder, oder auch als ich jetzt die vielen Grannies, die Unifarbigen, die ich ja noch häkeln musste. Also ich habe mir gedacht, diese Gelegenheit kann ich mir ja nicht entgehen lassen, wenn die Anna mir schon sagte, ich soll doch die alle auch noch häkeln, die vernäht sie mir alle auch noch dazu. Dann habe ich da echt Gas gegeben. Und immer so, natürlich meistens draußen, und dann habe ich da immer das da drin gehabt. Oder eben da nur so ein Knäuel, ein Restknäuel, und dann nicht das ganze Große muss ich dann mitschleichen quasi. Ja, da habe ich sehr viel Freude daran, an der Knotentasche. So, dann habe ich mir noch was genäht. Jetzt kommen die größeren Sachen. Ich glaube, da muss ich wahrscheinlich aufstehen. Und zwar, im letzten Video habe ich euch ein T-Shirt gezeigt, das ich genäht habe. Das Buch habe ich jetzt eben gar nicht hergeholt. Das war aus dem Buch von Klimper Klein. Ich habe es euch unter dem letzten Video verlinkt. Ach ja, apropos verlinken. Ich habe einen Hinweis von einer Zuschauerin bekommen, dass viele Links gar nicht funktionieren.
Ich bin dann dem nachgegangen und habe gemerkt, wenn ich die Links einfach vom alten Video, also vom letzten Video oder so, wo ja teilweise wieder die gleichen sind, wenn ich die einfach in die Beschreibung reinkopiere, dann funktioniert der Link nicht. Also ich muss eigentlich jedes Mal den Link wieder neu reinsetzen. Und ich habe mir so überlegt, ich habe ja noch einen Blog, der da so vor sich hin schläft, mehr oder weniger. Ich habe früher ganz, ganz viel da gepostet, aber eben in den letzten Jahren nur recht wenig. Schon immer mal wieder was, aber wenig. Und die meisten Sachen, die ich in letzter Zeit gemacht habe, sind da gar nicht drin. Da habe ich mir so überlegt, ja, eigentlich ist das auch schade, dass der so überhaupt nicht keine Beachtung mehr kriegt von mir, weil man kann ja da doch Dinge recht gut eigentlich nachschauen und anschauen und so. Und ich habe mir so überlegt, ich könnte ja eigentlich versuchen, zu jedem Podcast einen Blogbeitrag zu schreiben mit den Sachen, die ich gemacht habe und eben da die Links reinzusetzen. Und halt dann den Blog, den habe ich ja sowieso unter dem Video verlinkt, aber dann halt den Blogpost dazu verlinken. Dann wären da alle Links drin, anstatt unter dem Video. Und da könnte ich sie dann wieder reinkopieren. Aber ihr seht ja dann, ob ich das wirklich gemacht habe oder nicht, weil das natürlich doch auch wieder ein bisschen ein größerer Aufwand bedeutet. Ja, ich weiß es nicht. Ihr werdet sehen. Entweder sind die Links wie bis jetzt unter dem Video. Oder aber es ist ein Blogpost verlinkt. Also, jetzt zu dem Kleid. Ich habe eben das T-Shirt genäht und habe dann quasi aus dem gleichen Schnitt das einfach zu einem Kleid verlängert. Ich habe diesen Stoff, so schaut das aus, der hat unten so eine Blende quasi. Da habe ich das, wie erkläre ich jetzt das am besten? Also der Stoff, müsst ihr euch vorstellen, ist eigentlich so. Quasi anstatt, dass diese Blende unten ist, wie man die ja dann vernäht, egal was man draus macht, wahrscheinlich also immer unten nimmt, oder würde ich jetzt meinen, ist die auf der Seite so, läuft der Stoff quasi. So ist die ganze Stoffbreite und hier an der Seite ist diese Blende. Und als ich den Stoff mir gekauft habe, weil ich ja den online bestellt habe, schon länger her auch, habe ich das natürlich nicht gewusst oder gesehen. Ich weiß nicht, ob da was gestanden hat, weil ich sonst nämlich mehr Stoff bestellt hätte. Jetzt habe ich mir das Kleid so genäht, dass es ganz genau unten, ich ganz genau die ganze Stoffbreite, also die ganze Länge so quasi, die ich zur Verfügung hatte vom Stoff, auch ausgenutzt habe. Und halt anhand dieser Borte dann den Rest gemacht habe ich. Unten habe ich es ein bisschen weiter gemacht, aber das halt nicht nach Schnittmuster, sondern einfach so. Ich stehe mal kurz auf. Ups. Oh. Also, das sieht so aus. Ja, man sieht es auch nicht. Ist ein bisschen weiter weg. Also, so ist das Kleid. Es ist eher kurz, wenn ich so hinhalte. Schau, sieht man nicht. Ich habe es mir eigentlich so gedacht. Ich glaube, ich. Nein, geht nicht. Ich muss jetzt halt hin und her rutschen. Ich hoffe, das macht nicht so einen großen Krach. Ich habe es mir so gedacht, dass ich das mit so Capri-Leggings anziehen kann. Und es ist wirklich toll. Es passt super. Ich habe es schon oft getragen, seit ich sie jetzt fertig habe und finde es echt toll. Der Stoff, aber den wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Der war von
Scholli Schuh. Ich glaube, das steht da unten sogar noch drauf. Ja, weil ich ja genau alles vom war von Swarfing, genau. Ich habe ja die Webkante, also den Stoff bis genau zur Webkante vernäht. Ja. Den gab es auch noch in Schwarz, hatte ich auch. Habe ich aber leider verhauen. Ich habe mir so ein Langarm-Shirt rausgenäht und das wurde irgendwie nicht gut. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das mal gezeigt habe. Weiß ich nicht mehr. Nein, ich glaube nicht. Das war wahrscheinlich noch vorher, vor den Videos. Aber ich habe es weggeschmissen, weil es wurde einfach... Es wurde nicht gut. Ich hätte es nicht getragen. Dann habe ich mir noch ein Kleid genäht aus diesem Stoff. So. Das ist ein bisschen länger. Das ist auch Jersey. Der andere Stoff da ist ein bisschen dicker als Jersey. Und zwar heißt der Sommersweat-Shirt-Stoff quasi oder auch French Terry. Das ist wie ein bisschen eine Mischung zwischen Jersey und Sweatshirt-Stoff. Und gerade für, also ich mag diese Qualität sehr, weil es halt eben einfach nicht so dünn ist. So dünnere Jersey finde ich nicht so gut. Das ist auch eher ein bisschen ein festerer Jersey, aber schon ein Jersey. Also dünne Jerseys, ich mag das halt nicht so, weil es halt alles so abzeichnet. Dieses Kleid habe ich nach einem Schnitt aus dem Buch genäht, von Rosa P. Und zwar ist es dieses Kleid hier. Das Einzige, was ich anders gemacht habe, hier seht ihr vielleicht, sie hat quasi hier so ein Mittelteil drin. Also es hat hier eine Naht und hier eine Naht. Und diese Naht hier, das gefällt mir eigentlich nicht. Ehrlich gesagt. Und ich finde auch jetzt, je nach Stoff, wo man das macht, bei diesem Stoff wäre es jetzt nicht groß aufgefallen, aber bei einem gemusterten Stoff, jetzt zum Beispiel wie das hier oben, da ist ja das einfach irgendwo dann zerschnitten. Also das gefällt mir nicht so gut. Und darum habe ich diesen Teil hier in der Mitte quasi einfach da dran gehängt. Ich habe mir halt dann oh je, kompliziert. Eigentlich wäre das ganz einfach. Eigentlich. Aber bei mir ist es nie so einfach, weil ich muss eigentlich immer oben, bei solchen Sachen, oben brauche ich eine kleinere Größe als unten. Das heißt, ich habe das Oberteil in einer kleineren Größe, das Schnittmuster, genommen quasi und den unteren Teil dann in der nächstgrößeren. Also das hieß, ich musste hier das angleichen aneinander. Und darum ja, musste ich das da verändern. Aber normal, wenn man jetzt oben und unten die gleiche Größe nehmen würde, da könnte man dieses Teil einfach auf den Stoff, also normal vom Schnittmuster ausschneiden und auf den Stoff einfach zusammen drauflegen und so halt an einem Stück schneiden. Ich zeige euch auch schnell das Kleid. Oh je. So sieht das aus. Ja, es ist ein bisschen eng, ehrlich gesagt. Also, wenn ich jetzt das... Ich denke, so zu Hause würde ich das so tragen, aber irgendwohin nicht. Oder halt irgendwas drüber oder so. Vielleicht nähe ich mir das nochmals und dann halt ja, oben eine Größe größer und unten eine Größe größer. Ja, was hier noch nicht so gut wurde. Ich nähe eigentlich gerne die Säume mit der Zwillingsnadel. Ich hätte ja
Meine Overlock-Maschine ist auch eine Coverlock-Maschine, also das heißt, ich könnte sie vom Overlock-Nähen umbauen auf Cover, aber ich glaube, ich habe das noch gar nie gemacht. Früher haben wir das im Bernina-Laden haben wir das ab und zu gemacht, weil wir ja da für die Kunden Änderungen gemacht haben und das dann halt so perfekt werden musste, aber mir ist das irgendwie zu mühsam, das Ganze umbauen. Eigentlich müsste man dann mehrere Sachen nähen und dann bei allen miteinander den Saum nähen. Also ja, so finde ich das recht mühsam. Dann mache ich das halt eigentlich gerne mit der Zwillingsnadel, aber die kann man ja einfach ganz einfach in die normale Nähmaschine einfach zwei Fäden oben einfädeln. Aber irgendwie hier wurde es jetzt einfach nicht schön, nämlich es steht da richtig so ab. Und ich weiß nicht so recht, warum. Ich müsste vielleicht an der Fadenspannung was ändern oder so, aber ich habe es ausprobiert und es wurde irgendwie einfach nicht gut. Drum, ja, das kann ich euch hier nochmals zeigen. Ich habe einen Stich, den ich eigentlich auch ganz gerne für Säume verwende. Es ist ja halt einfach wichtig, dass es dehnbar ist. Und das ist dieser Stich. Vielleicht sieht man ihn, da sieht man es eigentlich besser. Das ist ein normaler Stich, der einfach auf meiner Nähmaschine drauf ist. Und schön dehnbar ist. Also den benutze ich eigentlich oft als Saumstich, so quasi. So, das zu den Kleidern. Und jetzt habe ich euch noch, ist mir gerade was in den Sinn gekommen. Nee, ich glaube, das mache ich zum Schluss. Also, ich habe euch nämlich ein Video aufgenommen und jetzt habe ich gedacht, hä, habe ich jetzt schon was davon gesagt oder nicht? Nein, aber nicht. Ich habe euch vorhin ein Video aufgenommen von unserem Garten, weil ich gedacht habe, vielleicht interessiert ja das jemand, wie es bei uns im Garten ausschaut. Aber ich hänge das ganz am Schluss an, nicht jetzt auch noch. Aber was ich noch euch noch zum Zeigen habe, das ist aber ein altes Projekt. Das ist eine Patchwork-Decke. Die habe ich für meinen Sohn zum 20. Geburtstag, habe ich ihm die genäht. Also schon gut 2 Jahre her. Und die ist jetzt gerade frisch gewaschen und darum habe ich gedacht, jetzt zeige ich sie euch gerade. Sie ist schon gut gebraucht, weil er die immer als normale Decke zum Schlafen verwendet. Also ich habe ihm schon früher mal eine Patchwork-Decke genäht. Die hat er dann auch immer seit da. Ich glaube, da war er vielleicht so 16 oder so oder noch jünger. Und seit da hat er gar nie mehr so eine richtige, normale Decke zum Schlafen benutzt, sondern immer nur diese Decken. Ich glaube, hier muss ich auch aufstehen und ich weiß gar nicht, ob ich euch die ganze Decke zeigen kann. Das Muster kommt nämlich eigentlich nur dann so richtig zur Geltung, wenn man die ganze Decke sieht. Ich kann euch aber ein Foto dann einfügen der ganzen Decke. So, ich gehe mal wieder nach hinten. Also, die sieht so aus. Muss ich da mal schauen. Vielleicht kann ich euch einfach die Hälfte oder so zeigen. Ja, genau. Das ist eigentlich wie so ein Muster. Ich halte es einfach mal so hin. Das quasi, ja, ihr seht es dann auf dem ganzen Bild. Es ist wahrscheinlich besser, ich zeige euch das nur von nah und das Ganze seht ihr dann auf dem ganzen Bild. Oh, das ist ja ein Hin und Her heute und ich habe, ehrlich gesagt, oh, ich habe Muskelkater. Ich war gestern endlich nach über einem Jahr endlich mal wieder Motorrad fahren.
Der letzte Sommer ist ja für mich mehr oder weniger ausgefallen, weil ich den ganzen Sommer krank war. Und ich war im letzten Frühjahr ein einziges Mal bin ich gefahren und seit da nicht mehr. Und jetzt habe ich das immer länger vor mir hergeschoben und habe immer gedacht, oh nein, kann ich das überhaupt noch und will ich das noch und so. Und jetzt sind wir gestern wieder mal gefahren und es ist immer alles noch ganz normal gut. Wieso sollte ich auch nicht mehr fahren können, wenn ich mal ein Jahr nicht gefahren bin? Ja, aber ich merke es überall, obwohl, das ist auch okay, ich bin ja überhaupt nicht die Sportliche, gar nicht, aber seit, ja wie lange, ja seit Anfang, dass Corona alles angefangen hat, irgendwie seit März oder so, da habe ich angefangen mit meiner Tochter zusammen, machen wir so Videos mit, also so Workout-Videos, und zwar sehr regelmäßig und recht oft machen wir das mit so einer, vielleicht kennt ihr die ja, ich glaube, die ist recht bekannt, Pamela Reif oder so heißt sie, und macht so eben so Sportvideos, wo man mitmachen kann und also recht anstrengendes Zeugs und ja, ich denke eher so für Junge gedacht. Und ich mache halt einfach mit, was ich kann. Es gibt so Sachen, also mittlerweile kann ich das meiste mitmachen, aber es gibt so Sachen, wo ich, das kann ich einfach nicht. Und es macht eigentlich doch recht Spaß. Natürlich auch, weil wir das zu zweit machen können und so. Ja, okay. Aber trotzdem habe ich Muskelkater vom Motorradfahren. Oh. Also, diese Decke, die besteht, oh, ist ein großes Ding, die besteht aus lauter Rechtecken, sind immer so Rechtecke, die, jetzt komme ich gerade nicht raus, wie ist das Muster, wie sind die zusammengenäht? Die müssen ja alle in die gleiche Richtung gehen. Ja, stimmt, sie sind nämlich so rum. Also so sind die gleich. Das war jetzt, glaube ich, vorher Zufall, dass zwei gleiche übereinander waren. Also es sind verschiedene blaufarbige Stoffe, dann alles so Stoffe, die gefallen mir eben richtig gut. Die, wie heißen die jetzt wieder? Die haben irgendeinen bestimmten Namen. Oh je, das kommt mir, glaube ich, gerade gar nicht in den Sinn. Nein, kommt mir nicht in den Sinn. Vielleicht finde ich es noch raus, dann schreibe ich es euch hin. Die haben immer so irgendwelche leicht, also Drucke, die man halt nicht so, sie sind einfach nicht ganz weiß oder unifarben, aber man kann sie gut als Hintergründe verwenden. Und da habe ich ganz viel verschiedene dieser Stoffe da drin verwendet. Oh, es ist schwierig zum Zeigen. Und das macht halt das Ganze ein bisschen lebendig. Es ist dann nicht einfach nur Uni. Meine Hirnzellen sind auch nicht mehr die jüngsten. Okay. Hinten, drum ist sie auch so recht schwer. Da hinten habe ich einen Fließstoff verwendet. Das ist wichtig für meinen Sohn, weil ich denke, wenn ich so eine ganz herkömmliche Patchwork-Decke mit hinten und vorne Baumwollstoff gemacht hätte, dann wollte er die nicht haben, weil das ist halt weicher und angenehmer. Aber es ist auch so, dass das schneller kaputt geht. Also das ist bei der ersten Decke, hat es dann hinten auf der Fließseite recht viele, fast Löcher und so reingegeben mit der Zeit. Und das ist natürlich beim Baumwollstoff nicht der Fall. Dazwischen habe ich auch ein Vlies, irgendein, ich weiß gar nicht mehr was für eines, ein Patchwork-Vlies zwischen, also ist auch dreilagig. Und abgesteppt habe ich halt einfach so, wie wenn es Quadrate wären, sieht aus wie wenn es Quadrate wären, sind aber Rechtecke. Ja, okay.
Das ging jetzt nicht so richtig gut, die zum zeigen. Aber ich füge euch auf jeden Fall das Foto noch ein und dann könnt ihr sehen, wie die ganze Decke ausschaut. Ja, und das Muster, das habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht, das mitzunehmen. Das Muster ist auch aus einem Heft, heißt Patchwork und Quilting oder so. Wenn das jemand von euch interessiert, dann dürft ihr mich gerne anschreiben und ich gebe euch das dann bekannt, welches Heft das ist. Und die kann man, glaube ich, so viel ich weiß, immer noch nachbestellen, die alten Nummern. Ja, also, dann füge ich euch jetzt eben noch das Gartenvideo an. Wenn euch das gar nicht interessiert, könnt ihr auch jetzt schon abschalten, weil nachher kommt dann nichts anderes mehr. Und dann verabschiede ich mich von euch und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Dann bis bald. Tschüss zusammen. So, ich habe gedacht, ich nehme euch heute mal mit in den Garten und zeige euch, wie es bei uns draußen so aussieht. Wenn man rauskommt, dann sieht es so aus. Auf dieser Seite haben wir unseren Sitzplatz, unseren Pool, also Hotpot, so ein Pool zum Feuern, den man mit Feuer heizt. Ich zeige ihn euch ein bisschen näher. So sieht das aus. Da ist der Kamin. Da auf der Seite macht man das Feuer drin. Und der Deckel ist jetzt angebunden, weil wenn es stark windet, dann fliegt er sonst davon. Dann hier ist unser Sitzplatz. Holz habt ihr ja vielleicht mal mitbekommen in einer alten Folge, wie wir das Holz machen. So heißt es ja richtig auf Deutsch, nicht holzen, habe ich gelernt. Dann auf dieser Seite, ja, ist halt ziemlich viel, ziemlich viele Pflanzen. Unsere Feuerstelle. Ups. Die Terrasse da drüben, die haben wir, ich glaube vor 2 Jahren, haben wir die gebaut im Sommer. Das war ziemlich viel Arbeit und es war sehr heiß. Wir haben da hinten noch so eine Lounge. Es sind einfach keine Kissen drauf jetzt. Am Anfang hatten wir nur diese Lounge und haben dann gedacht, ja, hier so ein Sitzplatz wäre ja schon schön. Das war früher alles Wiese. Haben wir ja früher auch gut gebraucht, als die Kinder eben noch Kinder waren. Wurde hier Fußball gespielt und Federball und alles Mögliche. Aber so jetzt, für uns ist das jetzt viel besser so. Also wir haben extrem viel mehr vom Garten jetzt wegen dieser großen Terrasse. Dann geht es hier rüber. Da hinten ist auch noch mehr Holz. Unser Kirschbaum. Hatten wir eine gute Ernte dieses Jahr. Haben ganz viel Kirschen eingefroren. Hier ist unser Gartenhaus. Da noch ein bisschen Blumen. Voll komisch. Aber wir haben so einen Garten, wo niemand hineinsehen kann. Also vielleicht hört mich jetzt jemand, aber es sieht niemand, was ich hier mache, dass ich da so rumlaufe und filme. Unser Gartenhäuschen. Hier kann man auch draußen sitzen, wenn es regnet. Da habe ich alles aufgebaut für den Podcast, den ich dann nachher gleich aufnehmen werde. Hier unser altes Gewächshaus. Ziemlich alt, sieht man. Wenn es stürmt, dann fliegt ab und zu so ein Dachteil raus, aber wir finden es dann immer und machen es einfach wieder rein. Hier ist ziemlich viel
Grün drin, also Tomaten haben wir da drin und da hinten sind noch Kartoffeln. Das war aber mehr so ein Zufall, weil wir alte Kartoffeln hatten und ich fand, wir können die doch einsetzen, anstatt wegwerfen. Und der einzige Platz, der noch frei war, war hier. Hier geht's zum Gemüse. Da seht ihr gleich mein Lavendel da hinten. Habe ich letzte Woche habe ich da Lavendel geerntet und der hängt nun zum Trocknen auf dem Dachboden. Hier haben wir Bohnen. Da sind schon einige jetzt reif, dass wir das erste Mal Bohnen machen können. Hinten unsere Regenfässer. Die sammeln das Dach vom Gartenhäuschen. Und im Sommer, wenn es zu wenig regnet, dann nehmen wir das Wasser vom Pool und pumpen das da rein. So können wir das Wasser dann auch nochmals gebrauchen. Auf dieser Seite haben wir Zucchini. Die kommen ganz gut dieses Jahr. 3 Zucchini-Stöcke. Wir hatten schon eine echt riesige Zucchini-Schwemme. Im Moment hat es nur eine Reife dran. Aber ich habe dann, letztes Wochenende war das, habe ich 8 Zucchini-Kuchen gebacken. Weil wir, das mache ich jedes Jahr, wenn wir nicht nachkommen mit den Zucchinis essen. Dann hier hinten sind Gurken, die kommen aber dieses Jahr ein bisschen mickrig. Also wir hatten noch keine dran. Und da hinten einfach noch so ein paar Bohnen, eine Tomate oder zwei. Ja, so verschiedenes ist da noch dran. Da hinter diesen ganzen Büschen ist dann die Straße, wo jetzt, glaube ich, gerade ein Auto kommt. Ja, so sieht's aus bei uns im Garten. Und jetzt setze ich mich dann dahin und nehme für euch ein neues Video auf. Jetzt nochmals, ich habe noch was vergessen, habe ich gerade gemerkt. Noch so einen ganz kleinen kurzen Nachtrag für Frieda von der Seitenraupe, natürlich auch für alle anderen, aber sie hat bei sich so quasi gefragt, was man dann noch alles aus Resten machen könnte. Und ich habe ihr da etwas geschrieben, aber das kann man ja nicht so gut wirklich schreiben, darum zeige ich jetzt noch schnell. Das hier ist so ein Nähtäschchen für so Nähutensilien zum Mitnehmen. Das habe ich oft dabei im Urlaub und so. Da habe ich eben so ein Bouton, quasi ein Kreis zuerst gehäkelt und dann diese kleine Eule da drauf gehäkelt. Und so in dieser Art habe ich das gemeint mit den Verzierungen, weil früher habe ich das oft auf Kinderkleider und so gemacht, irgendwelche Motive, ja, und somit quasi so etwas ein bisschen aufgehübscht. Das ist ein Necessaire, das ich schon ewig lange her mal genäht habe und eben auch auf diese Art verziert habe. Auf der anderen Seite habe ich was gestickt. Ja, genau, das war so das Kleine, was ich euch noch zeigen wollte. Und dieses kleine Söckchen, das habe ich aber nicht selber gemacht, das habe ich mal geschenkt bekommen, auch vor x Jahren. Und das ist seit damals mein Schlüsselanhänger und ja, ich mag das sehr, sehr gut. Ja, das war noch so ein ganz kurzer Nachtrag zu den, eben was man mit den Resten noch so anfangen kann. Okay, dann jetzt wirklich bis zum nächsten Mal. Tschüss!